Müller und Ingo Pape im Gespräch. Und da ist er. Sönke Rotenberger und sein Cosmo. Wie er selber sagt, mein Flugzeug. Und wir sind gespannt. Der war gut wach hier im Grand Prix. Aber wenn wir ehrlich sind, das waren sie alle. Und heute ist das hier doch schon noch eine, ich hätte jetzt fast gesagt, noch seriöser. Die zeigen sich hier eben doch schon etwas konzentrierter beim zweiten Mal in diesem Viereck. Cosmo immer noch ein Youngster mit seinen 10 Jahren. Was für ein Tänzer. Was hat er mal so schön gesagt, der Sönke, der ja auch Springen geritten ist und das überhaupt nicht ausschließt, dass er das nochmal macht. Er sagt, ob ich in ein Springen über so ein 1,40 Meter Springen reite. Das ist echt ein Kick. Aber mit Cosmo auf die Diagonale und dann starker Trab, das ist mindestens genauso ein Kick. Fand ich einen coolen Vergleich. Ja, da gibt es jede Menge Neuner für die Trabtour. Vor allen Dingen in dieser super genialen Passage. Ui, da stehen sie alle. Die Eltern, die Trainer, der Dressurausschussvorsitzende, alles da. Maximaler Ausdruck, maximaler Ausdruck, maximale Elastik. Guck doch mal hier. Ein Seitenbild, wie es, glaube ich, schöner nicht geht. Meine Güte, da muss man sich ja schon mal anschnallen beim Zugucken. Hammermäßig. Wenn ich es Ihnen kurz verraten darf, er liegt nach dieser Trabtour fast bei 84%. Ne? Wunderschön. Hat er ein bisschen entwickelt, hat ihn so die ersten, ich sag einfach mal 30 Zentimeter, ein bisschen noch im Vortritt gelassen. Aber dann eine wunderschöne Piaffe hier entwickelt. Ja, brr, brr, brr. Oh, das war jetzt schon ordentlicher Vortritt erstmal. Das werden Sie ihm wahrscheinlich doch etwas weniger euphorisch bewerten, eventuell. Ja, aber wieder eine fantastische Passage. Ganz geschmeidiges Angaloppieren daraus. Ah, sie denken noch nach. Ich hätte gerne die Piaffen verglichen, die Noten, aber die Richter denken noch nach. Wir haben sie noch nicht. Doch,
zweite Piaffe mit 7 und 8. Eine ganze Ecke niedriger als die erste. Das war dann doch leider etwas viel im Vorwärts. Das ist jetzt Jammern in sehr hohen Sphären. Ups, der Wechsel, der war so ein bisschen flott, flach, hätte ich fast gesagt. Die hauen ja eine Runde hin, das ist ja unfassbar. Jawohl, 10. Da gibt's die 10 für die Einerwechsel. Das ist wirklich, das ist ja alles. Das ist ja unfassbar. Ah, bisschen groß. Aber da ist er wieder. Ja, ich würde sagen, die Linkspirouette noch etwas besser geglückt als die Rechtspirouette. Meine Güte, man hat ja kaum noch geatmet. Ja, der Papa klatscht aus und jubelt, da hat er recht. Das war einfach schön. Das war wirklich richtig schön. Eine Hammer-Runde. Großer Jubel am Rand, großer Jubel hier draußen. Cosmo findet es auch ganz spannend. Jawohl, das sieht man. Aber das war ja wirklich... Mensch, was haben wir hier für ein Grand Prix Spezial erlebt? Das ist ja schon, das erlebt man nicht alle Tage. Ich hoffe, Sie haben das sehr, sehr genossen. Wir sind jetzt natürlich aufs Ergebnis gespannt. Ich befürchte einerseits, ich hoffe andererseits. Also das war einfach so total cool. Da wird er wahrscheinlich doch, denke ich, die Spitze übernehmen. Emilio ist hier auch eine super Runde gelaufen. Im Grunde hätten die alle hier den Sieg verdient. Das war super toller, super tolles Reiten einfach. Ein wahnsinnig tänzerischer Emilio und Cosmo. Beide mit einem Ausdruck und einer Elastik. Das war wirklich... Sowas erlebt man definitiv nicht alle Tage. So, und jetzt gucke ich hier schon mal parallel, etwas aufgeregt zugegebenermaßen, auf meine Liste. Er hatte mit Cosmo, ist es denn wahr? Er hatte mit Cosmo noch nie über 80%. Aber das wird heute passieren. Er hatte noch nie über 80%. Ja.
So, ihr Ergebnis haben wir schon. Bei Ihnen hat er 83. Das verstehe ich. Finde ich auch gut. Spielt aber leider keine Rolle. Hier bei uns meine ich jetzt. So, jetzt macht mal hinne. Die Spannung steigt. Das ist ja fast unerträglich. Aber die 81 vor dem Komma zeichnet sich ab. So. Die Richter sind mit Ihnen einer Meinung. Der Cosmo gewinnt. Cosmo und Sönke Rotenberger gewinnen hier den Grand Prix Spezial zum allerersten Mal in ihrer noch so jungen, aber so brillanten Karriere mit einer Wertung über 80%, nämlich noch nicht nachgerechnet, aber vorläufig mit 81,71. Das muss man genießen. Und wie bei Ihnen auch, ist Emilio Zweiter hier bei uns mit 80,627%. Sie haben ihm sogar 81 gegeben. Und auch wie im wahren Leben ist Fabregas Dritter, sowohl bei Ihnen im Zuschauerranking als auch hier bei uns vor Ort. Also, das ist das Endergebnis. Cosmo vor Emilio, vor Fabregas. Was für ein abartig toller Spezial. Das war ein Riesenerlebnis. Ich hatte sehr viel Spaß, war auch teilweise sprachlos, ich gebe es zu. Ich hoffe, Sie haben das genauso genossen wie ich. Da ist es das Ergebnis, das wird jetzt nochmal nachgerechnet und dann sind wir hier dabei nochmal bei dieser sehr, sehr besonderen Siegerehrung. Von mir aus schon mal tschüss. 5 Tage Hagen, 5 Tage Dressursport mit allen Höhen und Tiefen und sehr, sehr viel Spannung. Das ist der Überblick. Cosmo vor Emilio, vor Fabregas, vor Weekend Fun, der sich hier ironisch frecherweise reingeschummelt hat in die Kaderreiter und dann Dublino. Aber guck mal hier, 74, 73 vorm Komma, also wir jammern hier auf einem Niveau, das ist einfach sehr schön. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss von hier aus und bitte genießen Sie jetzt noch diese Siegerehrung.